Herzlich willkommen zu Let's Play Team Fortress 2. Ich bin's wieder live. Und eigentlich wollte ich Team Fortress 2 ja mit Mr. X zusammen aufnehmen, aber der ist krank. Und ich wollte jetzt eigentlich auch noch was anderes, außer wollte auf Tanks hochladen, damit er eine größere Auswahl hat. Oh, lol. Ich bin noch nicht wirklich der Beste. Ich snipe jetzt erstmal ein bisschen. Ich habe hier die Machina. Das ist ein recht guter Sniper. Eigentlich sogar die Beste. Ist meiner Meinung nach. Ah, ich wechsle jetzt mal den Pyro. Pyro hat einen Flammenwerfer. Eine Schrotflinte. Und eine Axt. Ja, muss ja wegkommen mit der Schrotflinte. Ich bin gar nicht mal. Ja, es geht. Ich bin nicht der Beste, ich bin nicht der Schlechteste. Natürlich kein Weltrangspieler oder sowas. Aber ich bin einigermaßen gut für meine Verhältnisse, finde ich. Ja, ah, da kommt jetzt der kopflose, pferdelose Ritter. Lustiger Name hatte. Ja, das ist auf einer Minecraft-Map. Die habe ich mal einfach mal so gefunden. Ich habe jetzt auch hinter meinen Favoriten meinen Servern. Ja. Hab ich einen guten Assist gemacht. Ja, die Scouts nerven ein bisschen. Scouts sind ein bisschen zu schnell, finde ich. Oh, hat er mich weggeholt. Ich wechsle mal zum Soldier. Soldier hat einen Raketenwerfer, eine Schrotflinte und eine Schaufel am Anfang. Ich habe jetzt schon dann die Blackbox als Raketenwerfer. Ein etwas besserer Raketenwerfer. Der, wenn man Schaden macht, ein um 15 Lebenspunkte halt. Hab ich gerade einen Fehlschuss gemacht. Das ist jetzt durch den kopflosen, verlosen Ritter. Der kann einem Angst machen, ne, rennt man so weg. Ich finde die Blackbox eigentlich recht gut. Ich würde einfach mal so die Klassen wechseln, wie ich Lust habe, um mich einfach mal alles so zu zeigen. Im Moment sind nicht sehr viele Spiele auf dem Server online. Nein, das macht ja nicht nichts. So, jetzt wechsle ich mal zum Scout. Der Scout, man sieht, ist schneller als alle anderen, kann Doppelsprünge machen. Dann eine Schrotflinte, eine Pistole, mein Baseballschläger. Und das war eigentlich mal, das war eine Lieblingsklasse. Ja, die Pyros sind mit ihren Flammenwerfern sehr nervig, weil die dann dauernd anzünden. Jetzt bin ich hier in die Decke gesprungen.
ich vorhin gespielt habe und nicht aufgenommen habe, halt konnte ich hier auf dem Server die Gegner richtig spawn-trappen. Der Schurf landete hier. Hat einfach nur in den Spawn reingeschossen und hat Kills übelst bekommen. Mit einen weggeholt. Beim Soda Popper heißt die Waffe hier. Ich mit dir einen geilen Effekt. Wenn ich mit der lang genug laufe, kriege ich eine kurze Zeit, mache ich dann kritischen Schaden. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Als Scout muss man mit der Schrotflinte und der Pistole beides gut umgehen können. Um wirklich für nahe und ferne Situationen zu rüstig zu sein. Ich finde nur, dass die Pistole ein bisschen zu wenig Munition hat. Man muss eigentlich immer in Bewegung sein, weil man recht schnell tot ist als Scout. Wenn man insgesamt noch 125 Lebenspunkte hat, die sind recht schnell weg. Deswegen immer in Bewegung bleiben am besten. Wenn man gegen andere Scouts was wichtig kämpft, was wichtig ist, ist etwas vorzielen, weil wenn die sind sehr schnell, dann muss man halt vorzielen, damit man die noch trifft. Das heißt einfach ein Stück weiter nach vorne beim Zielen. Beim Schießen zielen, so. Nicht beim Zielen, ne. Ja, soll ich hier noch ein bisschen spielen. Ihr könnt mich gerne auf Steam adden. Ich heiße Deathlord037, ich schreibe das auch nochmal in die Infobox. Hawks. Ja. Könnt ihr auch mal mit mir spielen, in der Aufnahme mit drin sein. Boah, was gibt's sonst noch zu sagen? Wir spawn-trappen die Gegner hier halt. Die kommen halt nicht raus. Es sind auch viele AFK bei denen. Ah ja, da kam Heavy, der hat mich weggeholt. Das ist schon ein bisschen böse, wenn er mit seiner Minigun ankommt. Das ist nämlich mal den Demo-Man. Ich spiele den mit Granatwerfer, Schwert und Schild. Mit dem Schild kann man Ansturm machen auf den Gegner. Ah, der hat einer den Bogen. Bogen ist recht stark, der ist für einen Sniper. Kann ich euch nachher auch schon mal zeigen. Das Schwert ist recht cool. Irgendwo hier ist gerade ein Spy. Die Spies können sich unsichtbar machen, einer von hinten messern. Machen dann einen One-Hit. Das ist schon nicht wo. Ah, hat er mich weggeholt, bevor ich ein Schwert schlagen konnte. Oha! Der ist nicht schlecht. Aus dem Moment auch im Kampf gegen... Ich möchte jetzt jemand mit mir handeln. Das ist komisch. Ich lehne jetzt einfach mal ab. Ich habe gerade was für den Spy gefunden. Ein Revolver. Möchte ich gleich mal gucken, ob der gut ist.
schon gesagt, dass Balkan sich halt als Gegner tarnen und sich unsichtbar machen. Ich habe eine ganz coole Unsichtbarkeitsuhr, wenn ich stehen bleibe, lädt sich meine Tarndauer wieder auf. Das heißt, ich kann immer laufen, stehen bleiben zum Aufhören. Muss ich immer recht schnell. Das habe ich nicht verstanden, wo er wusste, dass ich ein Spy bin, aber das schaffen die öfters. Okay, da wurde ich weggesniped. Ich versuche mal mit dem Revolver was zu schaffen. Gucken, wie das so ist. Ja, 17 Schaden ist nicht schlecht. Also ich bin jetzt nicht so der Revolver-Spieler, deswegen. Ich weiß es jetzt nicht so. Ah, hat mich ja weggehauen. Immer schön unsichtbar machen. Damit die einen nicht sofort sehen. Das ist wichtig. Ich weiß es nicht, weil er wusste, dass ich ein Spy bin. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wenn ihr Ahnung von dem Spiel habt, warum er das darin erkennt, ob das ein Spy ist oder nicht. Ich habe davon nämlich gar keine Ahnung einfach. Ich bin nicht so der böse Spy. Ich spiele auch fast nie Spy eigentlich. Hey, unsichtbar machen, mich hier hinknien. Wenn er mir vorbei rennt, kann ich ihn dann messern. Also wenn er kommt. Ich habe hier als die Uhr habe ich die Standuhr, falls ihr es wissen wollt. Ah, böser. Ich bin nicht so der beste Spy. Ich versuche halt den Revolver irgendwie hinwegzuschießen. Egal. Spiel ich mal Heavy, aber ich nehme ein anderes Gewehr. Ich nehme Feuerdrache. Feuerdrache ist eigentlich mit mein Lieblings Minigun. Ich werde gleich sehen, was sie macht. Kurz heilen. Ich habe gerade Schaden bekommen. Fragt mich nicht woher. Weil wenn ich schieße, kommen Flammenringe um mich herum. Und ich verbrauche nicht per Schuss Munition, sondern in die Sekunde verbrauche ich 6 Munition. Und ich also... Ist eigentlich recht gut, wenn man gut damit spielen kann. Man muss gut treffen können. Am besten wäre es, wenn man noch einen Medic neben sich hätte, der ihn heilen würde. Okay, da habe ich einen Kopfschuss bekommen. Ich wurde jetzt das andere Team gepackt. Feuer!
Mal schön Munition aufnehmen, damit man nicht out of ammo kommt. Das ist sehr scheiße mit dem Heavy. Ich habe jetzt ganz eindeutig gesehen, wie er sich verwandelt hat. Nahe Distanzen macht der Feldreher sehr viel Schaden. Das Missing Monster macht im Nahkampf mehr Schaden, aber man bewegt sich viel zu langsam damit. Wenn ihr wissen wollt, dass das Missing Monster habe ich mir selbst hergestellt. Nicht, dass ihr denkt, dass ich... Das bei mir. Was mach ich, ne? Ah, sterbe. Muss mein Leben wiederholen. Das ist ganz wichtig als Heavy. Ich würde jetzt hier noch ein bisschen spielen. Gleich. Okay. Ich zeige euch jetzt auch nochmal den Engineer, der kann halt Sentry-Türme bauen. Das sind halt Selbstschussanlagen. Ich habe hier noch ein Item, damit kann ich die fernsteuern, aber ist es eigentlich nicht so toll. Das ist schon sehr böse, wenn man die Sentry hier vom Gegner-Spawn aufbaut. Ja, mit einem kritischen Treffer 54 Schaden auf Entferner. Ich schaffe hier eine Sentry auf. Ja, man räumt sehr gut auf. Ne? Vergiss den Sentry-Fluss, aber wir gehen die Pistole austauschen. Also ich komme schon. LOL? Ich hab das so ausgetauscht eigentlich. Komisch. Muss ich wohl nochmal sterben. Was ich auch machen kann ist. Ich kann die Sentry hier ausstellen. Mit meinem Sentry-Fluss da einfach. Munition nachfüllen, ist immer wichtig. Ah! Ah, das war jetzt irgendwie... ein bisschen überraschend. Dann ist die Sentry mal wieder mit. Möchten die alle mal mehr handeln? Ich nehme an, was er will.
Ah, mal gucken. Ich werde dauernd von aus dem Saal von Leuten angehandelt, die ich gar nicht so gerne mag. Oh, meine Pferde reichen mich denn nicht. Sentry zerstört! So. Nö, hab ich nicht. Also, aber ihr könnt mir sagen, was das ist. Ich bin nicht so der beste Englisch. Ah, jetzt wurde ich weggeschossen. Sniper nochmal. Ich will jetzt eine andere Waffe nehmen. Den Huntsman. Hier, ich spiele mit des Kleiners Karabiner. Als SMG. LOL! Ah, so. Wow! Wir sind hier ein bisschen besser als ich. Ich warte gleich Schluss, wenn ich das nächste Mal sterbe. Könnt mir ein paar Tipps geben. Ah! Ja. Das war's dann auch für die erste Folge von Team Fortress 2. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich ist dann wieder mein Freund dabei. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal.